Hallo und herzlich willkommen. Heute geht's um die Battlefield Hardline Nachlader Easter Eggs. Zwar hat Mike und ich haben jetzt schon das Wochenende übertrieben oft probiert nachzuladen und keine Ahnung, alle Videoaufnahmen nochmal durchgeguckt, ob wir schon so eine Nachlade-Easter Egg-Animation hatten. Haben leider nichts gefunden, wir sind hier verzweifelt. Ja, und deswegen haben wir jetzt mal ein paar Videos im Internet zusammengesucht. Die jeweilige YouTube-Kanäle findet ihr in der Videobeschreibung und jeweils, wenn das Video läuft, rechts unten im Eck. Hier im Hintergrund seht ihr den Grafikdesigner, der das Ganze zu verantworten hat von Battlefield Hardline. Und er erklärt im Video, dass es eine Chance von 1 zu 10.000 ist, dass so eine Nachladeanimation kommt. Und zwar nicht bei taktischen Nachlade, das heißt, ihr habt selbst ein halb leer geschossenes Magazin und nachladet nach, sondern nur wirklich bei leer geschossenen Magazine. Was daran dran ist, weiß ich nicht. Ich habe auch schon Videos gesehen, wie ihr vielleicht nachher auch seht, wo die ganzen Magazine nicht unbedingt leer sind. Deswegen keine Ahnung, aber ich will es euch jetzt nicht vorenthalten. Vielleicht rückt da noch ein Video nach, wenn wir da selber noch was finden. Ja, aber jetzt fangen wir mal an. Hier kommt das erste Video. Das ist die AKM und das ist wie ein, durch die Macht wird das Magazin quasi nachgeladen. Das finde ich sehr geil. Richtig witzig gemacht, ja. Also es schwebt einfach nur so rein und jo. Hier ist eine lustige Nachlade-Easter Egg von dem Revolver. Seht ihr gleich, finde ich auch ziemlich geil gemacht. Da schnippt er die Kugeln richtig geil rein. Hammer einfach nur. Ich fahre jetzt richtig. Der Klassiker, die Desert Eagle, die ich nicht mehr geschafft habe freizuschalten, weil ich was falsch gemacht habe. Egal, hier Houdini, Magic Tricks ist auf einmal weg und wieder da. Auch richtig geil. Hier ist eines der coolsten auf jeden Fall. Das ist die M16 A3 und ihr seht ihr gleich beim Nachladen. Ich feiere es richtig krass. Ja, seht's gleich. Anstelle von dem Magazin zu wechseln, wird die Waffe gewechselt und das gleiche Magazin wieder reingesetzt. Richtig geil. Mein Top-Favorit auf jeden Fall, der RPG-Werfer. Richtig, richtig, richtig geil. Einfach falsch rum reinstecken, so Hammer und dann so reinwerfen. Richtig geil. Ist auf jeden Fall mein Favorit. Jetzt gibt es natürlich auch noch von Battlefield 4 gibt es auch Nachladesequenzen. Hier ist mal eins mit dem Revolver. Auch ganz lustig auf jeden Fall. Aber ich finde die jetzt von Hardline speziell witziger. Und wie gesagt, mein absoluter Favorit ist der RPG-Werfer. So, habt ihr schon was schon mal erlebt? Habt ihr schon mal eins bekommen? Vielleicht nicht aufgenommen? Keine Ahnung, schreibt es in die Kommentare. Was haltet ihr generell von so Easter Eggs? Jo, gebt ein Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr Hardline feiert, keine Ahnung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Eventuell, wenn alles gut geht, kommt noch was hinterher von uns, wenn wir es auch mal irgendwie schaffen sollten, so ein Kack-Easter Egg rauszuschalten. Wir haben es, wie gesagt, probiert ohne Ende. Ja, also es ist richtig krass und alle Videos nochmal durchgeschaut. Keine Ahnung, wir haben es nicht gefunden. Der Director hat es auch gesagt, es sollte eigentlich schwieriger und möglich sein. Aber wir haben hier ein paar und dann sagen wir... Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, hallo und herzlich willkommen. Heute geht's um die Battlefield Hardline Nachlade Easter Eggs. Zwar hat Mike und ich haben jetzt schon das Wochenende übertrieben oft probiert nachzuladen und keine Ahnung, alle Videoaufnahmen nochmal durchgeguckt, ob wir schon so eine Nachlade-Easter Egg-Animation hatten. Haben leider nichts gefunden, wir sind hier verzweifelt. Ja, und deswegen haben wir jetzt mal ein paar Videos im Internet. Ich feiere es richtig krass. Seht's gleich. Anstelle von dem Magazin zu wechseln, wird die Waffe gewechselt und das gleiche Magazin wieder reingesetzt. Richtig geil. Mein Top-Favorit auf jeden Fall, der RPG-Werfer. Richtig, richtig, richtig geil. Einfach falsch rum reinstecken, so Hammer und dann so reinwerfen. Richtig geil. Ist auf jeden Fall mein Favorit. Jetzt gibt es natürlich auch noch von Battlefield 4 gibt es auch Nachladesequenzen. Hier ist mal eins mit dem Revolver. Auch ganz lustig auf jeden Fall, aber ich finde die jetzt von Hardline. Die Nachlade-Easter Egg von dem Revolver. Seht ihr gleich, finde ich auch ziemlich geil gemacht. Da schnippt er die Kugeln richtig geil rein. Hammer einfach nur. Ich fahre jetzt richtig. Der Klassiker, die Desert Eagle, die ich nicht mehr geschafft habe freizuschalten, weil ich was falsch gemacht habe. Egal, hier Houdini, Magic Tricks ist auf einmal weg und wieder da.
auch richtig geil. Hier ist eines der coolsten auf jeden Fall. Das CM16 A3. Und ihr seht ihr gleich beim Nachladen. Zusammengesucht, jeweilige YouTube-Kanäle findet ihr in der Videobeschreibung und jeweils, wenn das Video läuft, rechts unten im Eck. Hier im Hintergrund seht ihr den Grafikdesigner, der das Ganze zu verantworten hat von Battlefield Hardline. Und er erklärt im Video, dass es eine Chance von 1 zu 10.000 ist, dass so eine Nachladeanimation kommt. Und zwar nicht bei taktischen Nachlade, das heißt, ihr habt selbst ein halb leer geschossenes Magazin und nachladet nach, sondern nur wirklich bei leer geschossenen Magazine. Was daran dran ist, weiß ich nicht. Ich habe auch schon Videos gesehen, wie ihr vielleicht nachher auch seht, wo die ganzen Magazine nicht unbedingt leer sind. Deswegen keine Ahnung, aber ich will es euch jetzt nicht vorenthalten. Vielleicht rückt da noch ein Video nach, wenn wir da selber noch was finden. Ja, aber jetzt fangen wir mal an. Hier kommt das erste Video. Das ist die AKM und es ist wie ein, durch die Macht wird das Magazin quasi nachgeladen. Ist, finde ich, sehr geil. Richtig witzig gemacht, ja. Also es schwebt einfach nur so rein und, jo. Hier ist eine Lust.